My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, ja Freunde. So, erstmal ein Buch aus dem Schrank nehmen. Die sündige Alme. Oh, das ist es nicht. Ja, oh, da ist was zu sehen. Wieder zurück, den Kameraden hier. Na, 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 na. Oh ja, yeah, das Turtles Pizza Buch. Ich hab's mir gegönnt, Freunde. So, daraus werde ich irgendwie was mir selber zusammen ausdenken. Das hier ist es hier, die Körner rein hier. Die ein bisschen anrösten hier. Die heißen Pinienkernchen hier. Ja, wenn sie schon goldbraun sind hier, dann können sie erstmal runter damit, Baby. Ja. Und ab in so ein Gläschen. Ja. Wir machen erstmal ein Pesto. Grün, wie die Turtles halt sind, ne? So, und hier, ja, habe ich schon mal ein paar Zutaten für unser Pesto. Hier Knoblauch, Salz, Chilis und hier Pinienkerne, hier Hartkäse, Oil of Olaf. Und hier, ja ganz genau, ein bisschen Grünzeug hier, habe ich dich gesehen. So, Basilikum. Drei Stauden hier oder Stängel oder was auch immer rein. Knoblauch hinterher, Hartkäse reingeballert und die Nüsse. Jetzt gibt's auf die Nuss Salz rein. Ja, schön drauf gelunzt hier, das Apparillchen. Neun Chilis hinterher geballert hier. Und dann, Freunde, ja, ganz genau, das Öl. Olivenöl rein in den Topf. Und dann, Freunde, Vollgas hier, Full Power von unten hier. Ja, dauert ein bisschen länger, aber dann sieht's irgendwann so aus. Pesto Resto fertig. Und dann tröpfelt man das hier rein in den Behälter. Löffel rein, hier nochmal kleine Rezeptangaben hier zum Nachballern. Green Pesto Turtle Style, natürlich. So. So, das Us. Ja, das Us, das die Mutation hervorhebt. Raus damit. Zünden! Ja, und hier in Black and White Spice. Gerubbte Hähnchenbrust, hier bei Spice World jetzt erhältlich, Freunde, ganz neu, Johnnys Lunser-Paket hier. So, und dann Deckel zu, ballern. Ihr könnt natürlich auch einen Run-and-Rub nehmen, der euch auch schmeckt, natürlich. Das ist jedem selbst überlassen. Hähnchen kurz anrösten hier. Ja, so sieht's gut aus, beide Seiten powern. In der Zwischenzeit habe ich natürlich hier schnell das Fännchen hier gewämst. Und da erstmal ein kleines Hitzeschild rein. Das ist hier Bacon diesmal. Ausnahmsweise, ne? Einmal eine Runde legen und hier Pizzateig, Freunde. Hier aus Folge 167. Jawohl, dann nimmt man sich erstmal was hier. Und ja, man knetet noch ein bisschen hier oder ein Fläschchen oder irgendwas zum Rollen. Dann wämst man das schön platt. Oh ja. Yeah. So, mit den Fingern nochmal handgemacht hier. Yeah. So, umgedreht hier oder was? Und dann noch reingelegt. Jetzt kann man es nochmal mit den Fäusten und mit den Fingern so an den Rand drücken. Ja, es wird eine Pan-Pizza, ja. Peter Pan. Ja, und dann hier einmal eine Runde gedrückt. Und dann lunsen wir da gleich mal was Schönes rein. Und hier kann man auch noch ein bisschen hochdrücken hier, schön hoch. Wir machen nämlich den Pesto-Run. Ganz genau. So, Pesto rein. Jawohl, das Us. So, nehmen wir Turtle Power Cowabunga. Rein damit. Und schön einmal in die Runde verstreichen. So kann man ruhig das ganze Pesto verbraten. Und nicht geizen, ne? So, schön in die Runde. Und jetzt versucht man das ja irgendwie so ein bisschen, wenn man Pesto rankriegt, ein bisschen überzustülpen. Lunzt man da noch ein bisschen rüber, ja? Und wämst es fest. Dann gibt es einen schönen Rund hier. Mit Bacon drum. Hier tüttelt. Geil, Omar 3000. Pizzasauce findet ihr da auch, wo es den Teig gibt und so, Leute. Heiße Stuff. So, einmal verstreichen hier. Ah. Oh, American Style Pan Pizza. So. Und nun hier. Käse hier. Pizza Käse. Daneben Mozzarella gerieben, frisch gerieben. Und drauf gelunzt hier. So, in der Mitte was reingeballert.
Und hier Hähnchen und fertig. Freunde, nehmen wir uns erstmal hier runter. Und zack, schneiden wir mal vorher. Oh, ja, ganz genau. So wird's gemacht. Schön ein paar Scheibchen ablunsen. Köstlich. Kann man natürlich übrigens auch schon so futtern. Aber ich bin noch nicht fertig damit. Nochmal drüber lunsen. Ja, hier. Dritte Hand probiert schon mal, ja. Mal sehen, wie es ihm schmeckt. Johnny, super geil. Okay. Und jetzt belege ich hier schön die Pizza. So, zack. Und einmal eine Runde gelunzt hier. So. Das war übrigens nicht die dritte Hand, sondern der Kameramann. Der spricht nun mal so, kann man auch nichts machen. So, Tomatoes drauf. Ja. Yeah. Sehr schön, schön dick belegen natürlich. Na hier, Paprika und darf nicht fehlen hier. Grün hier, Turtelfarben. Ein paar Pilze hier, also nicht mag, lässt es einfach weg. Tut dem Rezept jetzt nichts an. Ah, dann hier, ein paar Chilis drauf hier. Jalapenos hier. So, wenn man das hier gleich so hat. Käse überdecken. Volle Pfund drüber geballert. Das wird gut. So, Grill anheizen hier. Linker Brenner. Und rechter Brenner Vollgas. In der Mitte haben wir Indirect Heat, ne? Da. Und da kommt die Pfanne rein. Oh yeah. Sieht das nicht gut aus hier? Nochmal kurzer Überflug. Und dann kann der Deckel auch schon drauf gelunzt werden. Ah, für 17 Minutes ungefähr. Je nachdem, wenn das dann goldbraun hier so aussieht. Aber so 120 Grad, 220, Freunde. Sieht das so aus. Oh. Ja, die Turtles Pannenpizza. Ganz genau. Lunzt es euch rein, Freunde. So, Vorsicht, das Ding ist heiß. Schon mal Schnappedulli. Und runter damit, Baby. Teller drauf hier. Kleiner Trick von Johnny. Wir wollen sie ja da rauskriegen. Und die Pfanne ja nicht kaputt schnitzeln, ne? Einmal umgedreht. Ja, erstmal den Boden zeigen. Cross und lecker. So muss es sein. Und jetzt? Deckel drauf und zack. Hat man die Pizza wieder richtig rum. Ah, perfekt. Drehteller angeschmissen und schnell streuen. Johnny's Pizza gewürzt. Mit Us im Rand. Die Pannenpizza. Ballert's euch rein, Freunde. So, jetzt lunzen wir nochmal schön rein hier gleich. Hier nochmal Rezept-Links für alle. Und jetzt einmal durchschneiden hier. Das schafft nicht mal der beste Pizzaschneider hier. So, die ist ein bisschen hochgeraten, weil das ist ja auch eine Pannenpizza. Hätte ich mal ein dickes Sägermesser genommen. Aber es geht, wenn man ein bisschen quält hier durch, dann läuft's. So, jetzt schnapp ich mir mal so ein Stück. Oh, jawohl, Freunde, ab auf den Teller damit. Hier, angeschnitten, ihr seht, wie das Uster rausläuft, da, das grüne Pesto, Lesto. Und ran in den Hals. Hier vorne noch ein Stück hergeschnappedullit. Und ab in den Hals. Ja, das war das erste Stück, das andere hält besser, seht ihr das? Oh, der Käse, er zieht Fäden. Lunzumat 3000. Boys und Girls, ballert's euch ein. Lasst den Daumen nach oben brennen, brennen natürlich, ne? Und Abonnation nicht verpassen. Bis bald, Freunde. Hüah!